Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Und ich wollte heute mal ein Review über die CM023, die MP5 machen. Gekauft bei Software Sektor für 59,95. Und ja, ich muss sagen, ich bin beeindruckt von der Waffe. Also man kann gut mit ihr schießen. Und ja, ihr seht ja hier auf dem Bild schon, was alles dabei ist. Red Dot mit Railschiene. Auch mit Befestigungsschrauben, Schalldämpfer. Das ist nur ein Midcap-Magazin. Ja, dann haben wir sie hier. Dann haben wir hier einmal den Schalldämpfer. Echt schönes Teil eigentlich. Aber verzieht leider die Kugeln. Deswegen ist das, bringt das nicht viel mit dem zu spielen. So, dann haben wir hier einmal den Red Dot. Da ist Batterie leer wohl möglich, weil der funktioniert nicht mehr. Aber das macht nichts, ist nicht so schlimm. Ich ziele mit dem Red Dot eh nicht, also von daher. Dann haben wir hier den Tragegurt. Ladegerät. Schutzbrille, ganz wichtig. Dann haben wir hier das Midcap-Magazin. Ihr seht, ich habe was verändert. Und zwar ist das das Magazin. Ich habe da Tarnband rumgeklebt. Auch bei Software Sektor zu kaufen für 6,95. Man hört, ist auch schon voll. Habe ich schon voll gemacht. Dann haben wir hier einmal das Low Cap. Ja, auch schon voll. Dann haben wir, es war ein Speedloader dabei, nur der ist mir leider verloren gegangen und deswegen habe ich diesen Speedloader jetzt von einem Freund bekommen, der mir den gestellt hat. Der braucht ihn nicht mehr und deswegen habe ich ihn von ihm bekommen. Der ist auch schon voll, wie ihr sehen könnt. Ja, und dann seht ihr hier die eigentliche Waffe, die MP5. Gerade etwas schwierig, die rauszuholen. So. Aber jetzt. Einzelschuss, also semi- und vollautomatisch. Da seht ihr schon, Railschiene ist schon befestigt, nur ohne Schrauben. Das hier ist nur zur Zierde dran, dieser komische Knopf hier. Dieser Hebel. Ja, da ist die normale Zielhilfe, genauso wie da vorne. Ihr seht hier. So. Jetzt seht ihr, ist der hinten. Jetzt brauche ich nur den nach vorne drücken. Zack. So. Dann kann man das hier hinten noch ausziehen. Bis hier ist maximal. Also schöne Länge hat sie schon. Ja, und so sieht es dann aus, wenn man zielt. Natürlich die ohne die Railschiene, klar. Mit Railschiene ist ja eigentlich nur dazu da für den Red Dot. Ich kann die auch mal abmachen. So. Kann man auch besser mit zielen, sieht man hier. Viel besser. Ah, okay, stand noch auf Semi. Und dann haben wir hier vorne in der Klappe den Akku drin. Habe ich schon eingebaut. Ja. Muss insgesamt 3 Stunden geladen werden. Und ja, die Ladezeit ist relativ kurz. Wundert mich. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Richtig, wenn man das hier, also den Schalldämpfer kann man jetzt nicht so hier drauf machen, muss man das hier jetzt abschrauben. Und dann kann man den hier draufsetzen. So, fertig. Und wieder abschrauben, weil mit Schalldämpfer kann ich nicht so gut schießen. Schrauben wir das normale wieder drauf.
ist schon besser. Ja, das hier ist aus Metall, wofür auch immer das ist. Also wenn das jemand weiß, schreibt es bitte in die Kommentare. Das hier ist aus Metall, dieser Hebel, den ich eben schon vorgestellt habe. Ja, und der Rest ist an sich aus Plastik. Also wiegt 1,5 Kilo, ist nicht schwer. Und ja, ich würde sonst mal sagen, bis zu meinem nächsten Video.